drei Slide-Outs und ohne Ende Raum, weit über 30 Quadratmeter. Ja, das gibt es wahrscheinlich nur in Amerika. Ein großes Treffen amerikanischer Wohnmobile in Klüsserath. Ich grüße dich, wie heißt du? Ich bin der Marc, hallo. Hallo Marc, du bist aus Hessen. Richtig, ich bin aus Nidda in der Nähe von Friedberg. Von Friedberg. Du hast ein schönes Kennzeichen bekommen, G1, aber wahrscheinlich deswegen, weil nichts Größeres draufgepasst hat, oder? Es war ein Kampf, ja. Wir mussten nach Friedberg zur Zulassungsstelle und das Problem ist, da hat man keine Chance, eigentlich vorzufahren, weil so ein Fahrzeug kann man da gar nicht parken. Also es war ein Kampf. Die wollten sehen, dass es auch wirklich so ist. Da ist der Leiter der Zulassungsstelle mit dem Zollstock rausgekommen und hat gemessen und hat dann gesagt, ja, in Gottes Namen machen wir es. Ansonsten keine Chance. Ja, denn er hätte nämlich normalerweise auch ein längliches Kennzeichen, so ein Motorradkennzeichen hätten sie dir noch verpasst, oder? Das wollten sie auch. Ja, du müsstest jetzt das Heck vom Auto dir angucken, weil da ist die Vertiefung nicht unten offen und da hast ja auch eine richtig tiefe Vertiefung mit einer Kennzeichenbeleuchtung und da hätte was anderes als das nicht reingepasst. Also das war dann mein Vorteil. 2,50 Meter Breite? 2,55 Meter plus Spiegel, also rund 3 Meter alles in allem, wenn du wirklich guckst, was du für Löcher brauchst, wenn du durchfährst. Ja. Okay, das heißt der Front der Baustellen in Deutschland? Bei Baustellen habe ich wirklich meinen Spaß, ja. So, ich zeig's mal grad. Aber das ist alles nur Gewöhnungssache. Ich selber fahre ja 2,30 im Moment, demnächst 2,40. Ja. So, die Markisen, habe ich schon gehört, die sind recht stabil. Die Markisen sind super stabil. Der hat ja oben diesen kleinen Propeller noch drauf. Das heißt, wenn es Wind ordentlich bläst, dann dreht er sich, sagt der Elektronik, dass sie bitte schön einfahren sollen, dann fährt das Ding ein. Und ansonsten kannst du das auch per Knopfdruck natürlich machen. Also ist eigentlich kein Problem. Ist der Zufall, dass er gerade reinfährt? Nein, das ist deswegen kein Zufall, weil ich gerade auf den Knopf gedrückt habe. Ich habe das Ding in der Tasche. Sag mal. Wie du sie zu Hause hast, das ist nichts Besonderes. Du Fuchs? Ja, dankeschön. So, wolltest du den Effekt einfach mal zeigen. Das ist der erste Slide-Out, also das sind diese Erker, die so rausfahren. Wir gehen gleich mal drumherum, gucken uns mal jede Klappe an und wir gehen mal ein Stück zurück, denn selbst mein Weitwinkel packt das im Moment nicht so ganz, denn er ist tatsächlich 12 Meter lang plus Anhänger. Du hast einen C-Führerschein. CE, weil der Anhänger wiegt ja mehr als 750 Kilo, deswegen CE. Du brauchst ja einen extra Anhängerführerschein. Das heißt, mit dem C darf man bis 750 Kilo dranhängen? Genau, darf der Anhänger nur ein kleiner Mini-Anhänger sein, da kannst du ja fast nichts mehr transportieren. Und deswegen musst du den Aufwand leider machen. Und das war schwer? Nö. Ich hatte ja vorher schon Wohnmobile, die waren ja auch nicht klein. Auch ein 7,5 Tonner hat ja 10 Meter. Und damit war im Prinzip das Fahren eigentlich das Gleiche, was ich jahrelang schon gefahren habe. Ich musste halt nur noch mal eine Prüfung und alles machen. Aber wie gesagt, das war kein Problem. Wenn du jetzt gar keine Erfahrung hast, musst du dich natürlich auch an dein Fahrschulauto gewöhnen. Aber so, nö. Was war das für ein Fahrschulauto damals? Das war ein Actros, Dreiachse. Mit Anhänger dran, also mit dem normalen Tandemachs-Anhänger. Also im Prinzip das Gleiche, was ich hier auch fahre, nur ein bisschen größer. Der Actros, der hatte 10 Meter und der Anhänger hatte auch 10 Meter oder 9 Meter, was weiß ich. So ist das, ja. Wir gucken nochmal von ganz weitem auf die Seite, ist das okay? Gerne, ja. Dass wir da mal drauf schauen. Wir haben ein tolles... Nicht zu verbergen, außer dass er schmutzig ist. Er ist schmutzig. Ich zeig mal gerade noch so ein Schmuckstück. Der sieht ja auch scharf aus, oder? Der sieht auch scharf aus, das ist ein Kanadier, die sind auch bei uns in unserem Wohnmobilforum. Wir sind so ein Forum im Internet, also kein Verein und kein Chef und kein Dings und kein Bums. Star Trek. Der ist glaube ich von 91 oder 92, also das ist so ein richtiges Schätzchen. Der ist total süß. So, ja, die Fahrzeuge werden ja wahrscheinlich so ähnlich wie in Deutschland gebaut, das heißt, es gibt einen Rahmen und da wird es dann drauf gebaut. Wie funktioniert das? Also bei denen hier ist es so, das ist jetzt kein LKW-Chassis, sondern der Hersteller war zu der Zeit, als der gebaut wurde, der größte amerikanische Hersteller. Und die haben eine eigene Chassisproduktion. Das heißt, die haben ein Spezialfahrwerk nur für das Auto konstruiert. Also Baukastensystem natürlich für die anderen auch. Und darauf ist dann das ganze Ding aufgebaut. Der obere Teil hat einen Gitterrohrrahmen, das heißt also wie ein Käfig. Und der Käfig ist dann beplankt von außen mit Alu und Kunststoff teilweise, dass das richtig stabil ist. Und unten hat er einen Längsträgerrahmen, also sowas ja, wie ein LKW, aber spezial. Die 100er-Zulassung, die wird überall entsprechend anerkannt oder hast du da eine Probleme? Na gut, du darfst in Deutschland mit dem Ding gar keine 100 fahren. Du darfst in Deutschland mit über 7,5 Tonnen nur 80 fahren. Und das 100 heißt nur technisch genehmigt, glaube ich, steht in Papieren sowas in der Art. Das heißt, wenn ich jetzt nach Frankreich fahre, da dürfte ich und da darf ich auch, da platzen mir keine Reifen oder so, der ist dafür gedacht. Aber wie gesagt, in Deutschland 80. So, dafür ist das gedacht. In Deutschland 80. Verstehe.
So. Ich habe jetzt auch gemerkt, als ich runtergefahren bin, da war jetzt ein Blitzer kommend von Saarbrücken. Mhm. Der hat mich dann geblitzt. Der war bei 130 eingestellt, aber die LKWs werden geblitzt dann ab 80. Das heißt, der merkt es ein LKW, der Blitzer. Der merkt es ein LKW, wahrscheinlich wegen der Größe, nehme ich mal an. Wobei ich nicht weiß, das ist ja nun mal optisch ein Bus, ob die Teile mittlerweile so schlau sind, dass sie sagen, da ist ja ein Bus, kein Problem. Die können mich ruhig blitzen, das war kein Problem. Also ja, ich darf ja. Wir lassen es nicht drauf ankommen. Also ich fahre normalerweise 89. Ich habe vorne so ein kleines Head Display, dass ich also wirklich genau sehe, wie schnell ich fahre, und dann habe ich da kein Problem mehr. Nee, ich war auch nicht schnell. Also ich war bei 90, wurde trotzdem geblitzt, weil der LKW wäre wahrscheinlich zu schnell gewesen. So ist es. Hier vorne steht es. 8,9 Liter. Ich nehme mal an, das ist der Hubraum des Cumming Diesel. Der wird dann nicht in Inch oder Kubik-Inch oder sowas gemessen, tatsächlich in Litern. Wir sind ja Deutsche. Das Schild habe ich machen lassen. Das ist meine eigene Kreation, das Schildchen. Das hat mir Spaß gemacht. Also ehrlich gesagt kann ich dir nicht sagen, wie viel Cubic Inch der hat. Wahrscheinlich 550 oder so. Müsste man sich mal hinstellen und das ausrechnen. So, das war original dran hinten? Das war alles original dran, ja. So, das heißt, so ein kleiner Schmutzabweiser, der unten dran ist. Ja, das ist der Slider, das sehen wir gleich mal drin. Das sieht so wenig aus, aber macht in der Realität unglaublich viel aus. Ja, da ist das Bett drin. Das heißt, das Bett steht hinten quer und du fährst das Bett ein Stück raus, damit du dich ordentlich rundherum bewegen kannst. Das ist ein schönes, großes Bett, da hast du Platz. So, du hast eine Beleuchtung mit drin. Ich zeig's mal gerade. Du hast tolle Reifen mit drin. Ist da eine Reifendruckregelanlage an Bord oder wie funktioniert das? Der hat keine Reifendruckregelanlage. Man muss dazu sagen, das Auto ist Baujahr 2003. Das heißt also, einige Hightech-Features, die du heute hast, kannst du nachrüsten. Also beispielsweise so eine Kontrolle, dass du vorne siehst, wie viel Reifendruck hast. Aber es ist relativ schwierig bei der Länge, denn die funktionieren meistens bei 12 Metern gar nicht mehr. Und eine Profi-Anlage ist ab Werk nicht drin. Also muss ich halt regelmäßig kontrollieren. So, jetzt wird ja gesagt, dass die Slidouts nicht dicht sind in Amerika. Das sagen immer so die Deutschen. Die können ja keine bauen und da zieht es durch und da kann man durchgucken, wie ist die Wahrheit. Nur wenn du hier guckst, das sind Dichtungen, die beim Einfahren nach innen gehen und beim Ausfahren nach außen gehen. Und die dichten die Geschichte bei uns zumindest zuverlässig ab, aber es ist halt Gummi. Und wenn das Auto, der ist jetzt 17 Jahre alt, wenn du da jetzt nie was machst, wir schmieren das so ein bisschen Talkum und so weiter, wenn du nie was machst, dann kann es schon passieren beim Ein-Ausfahren, dass er nicht ganz sauber auffaltet und dann könnte was reinlaufen. Und du hast bei den Amis normalerweise immer diese Markise, die sich mit ausfaltet, die bringt auch was. Denn normalerweise würde sich ja sonst Dreck und Wasser drauf sammeln. Ja. Bei den Deutschen und bei den neuen Amis auch hast du die Markise nicht mehr, die haben also ein anderes System. Aber wenn du Dreck oben hast, steht dann in der Betriebsanleitung, bitte geh vorher aufs Dach, nimm den Besen in die Hand und mach den Dreck weg. Aha. Und hier in dem Fall, wenn sich das einrollt, fällt der Dreck automatisch runter und der Schnee und damit war es das. Also das ist der Vorteil, wie Amerikaner damit umgehen, die haben halt eine Lösung, die funktioniert, pragmatisch, da ist eine Markise drauf, funktioniert genauso. Die Dinger sind ja millionenfach bewährt, also das gleiche Prinzip wird oft auch in Deutschland immer noch eingesetzt, nur seit neuestem gibt es das eben auch anders. Da hast du eine umlaufende Dichtung, die sich irgendwie so aufbläst, nur wenn die Dichtung kaputt ist, das haben wir bei einem Freund von uns erlebt, dann hast du Pech gehabt, dann ist die Dichtung eben kaputt und dann ist der tolle Deutsche auch nicht dicht. So, die Dinger halten ewig, jetzt sind die Amerikaner, ich sag mal, recht modebewusst. Das heißt, die Fahrzeuge werden relativ früh auch mal getauscht bei den Amerikanern. Sowas kriegt man dann in Amerika. Da gibt es eine Art mobile.de. Ja. AV-Trader, glaube ich, heißen die. Genau, AV-Trader. Und das ist, in Amerika ist es die größte Seite weltweit. Mobile.de ist im Prinzip zwar das Gleiche, aber die sind halt nur für Wohnmobile. Und die haben viel Auswahl. Ja. Der Hersteller, was ist das für ein Hersteller? Holiday Rambler, da steht's. Das heißt also, dass die Modellausführung Imperial oder Imperial, und das ist der Hersteller Holiday Rambler, das war mal einer der größten amerikanischen Hersteller. Und dann kam so ein bisschen Finanzkrise und so weiter. Jetzt sind sie aufgekauft und gehören zu einer Gruppe, die vom Müllwagen bis zum Spezialfahrzeug alles bauen. Aber die sind immer noch gut dabei. Gibt es immer noch lange. Ja, das war wahrscheinlich nicht original, die Kamera? Nee, die Kamera ist nachgerüstet. Wir haben jetzt 8 Kameras rundherum. Denn wenn es irgendwo eng wird, dann hast du halt das Problem, du willst ja auch was sehen. Und deswegen habe ich vorne 3 Bildschirme und kann also rundherum gucken, was passiert. Praktisch, oder? Ja, sehr praktisch. Ich möchte eigentlich ohne auch gar nicht fahren. Das hier ist wahrscheinlich kein Kunststoff, oder? Die Frontmaske ist Kunststoff. Nee, hier das Teil von dem Schügel. Ja. Nee, das ist kein Kunststoff. Das ist, glaube ich, Aludruckguss. Und ich muss gestehen, ich weiß noch nicht mal, ob es echt verchromt ist oder ob es Plastikchrom ist. Ich habe es leider auch schon gesehen, dass es abgeblendet ist. Zum Glück bei uns geht es noch. Aber sieht aber scharf aus. Ja. Ah, da vorne sieht man so ein kleines bisschen. Da siehst du, dass das Gehäuse Kunststoff ist vom Spiegel. Da ist irgendwie so ein Kratzer. Aber das hier unten ist Metall.
Der Vorteil ist, die Spiegel, wenn du die berührst, dann weißt du, es wird eng. Ja, natürlich. Und wenn du mit den Spiegeln durchkommst, dann kommst du wahrscheinlich überall durch. Stimmt. Ja. Es sei denn, du schlägst dann irgendwann ein in der Engstelle. Das wäre nicht so geschickt. Ja, da vorne ist interessant, da kann man, glaube ich, draufsteigen, um die Scheiben zu reinigen. Habe ich mal in Amerika gesehen. Aber da ist wahrscheinlich der Generator, oder? Da ist der Generator drin, ganz genau. Zeig mal bitte. Ja, gerne. Ich muss den mal sehen. Denn das habe ich bei ganz vielen Amerikanern gesehen, dass sie da einen Generator drin haben. Also hier ist nochmal Zentralelektrik drin. Okay. Das ist zum Beispiel da unten auch der Punkt, wo die Diagnosestecker angeschlossen werden und so weiter, wenn also die Werkstatt was wissen will. Mhm. Service hier in Deutschland? Kein Problem? Geht ohne weiteres. Halt da gibt es entsprechend Händler, die sich darauf spezialisiert haben? Es gibt ganz wenige leider nur, aber wir sind zum Glück ja ziemlich in der Mitte in Deutschland und da gibt es genau einen Händler, der total seriös ist und da fahren wir hin. Der gute alte Onan. Richtig. Der ist, glaube ich, Marktführer da in dem Bereich. Absolut. Ist der laut? Wenn du den auf einem normalen deutschen Stellplatz laufen lässt, dann wirst du getötet. Mach mal an. Nee. Achso, ist der so laut? Ja, ist er nur. Wir hängen im Moment ja am Landanschluss und so weiter und so fort. Der geht gar nicht an. Der geht nicht an. Ich müsste den Landanschluss erst abstöpseln. Wenn es unbedingt sein muss, tue ich es. Ja, mach. Aber, es muss unbedingt sein. Ich will das einmal sehen. Denn ich habe schon so viel davon gehört und ich hab überhaupt keine Idee, wie laut das Ding ist. Und da müssen die Leute halt jetzt mal, es ist ja tagsüber, also ich hoffe, wir werden es keinen aufwecken. Warte mal kurz, ich zeig mal gerade, was du machst. Also erstmal vorglühen. Diesel. Diesel, ganz genau. Das ist ein Dreizylinder Kubota, also schon ein ganz schön fetter Motor. Und ich kann den Knopf auch innen bedienen. So, wenn du jetzt entsprechend zumachst, das bringt doch was? Das bringt was, ja. Ich habe drei Möglichkeiten. Warte. Ich kann den zum Beispiel sogar vom Bett aus starten. Das heißt, vom Bett, ja. Über dem Bett habe ich einen Schalter und vorne am Steuerstand habe ich einen Schalter. Das heißt, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, nachts ist der Strom ausgefallen, so das typische Klischee, und die Klimaanlage ist ausgefallen und du willst jetzt unbedingt, damit du nicht zu sehr schwitzt, brauchst du gar nicht aufzustehen, kannst direkt auf den Knopf drücken, dann läuft er. Was geht aber jetzt? Wir können uns eigentlich noch unterhalten. Das ist jetzt gar nicht so laut. Der ist jetzt unter Last im Moment? Der fährt jetzt erst hoch, aber es ist ja auch praktisch nichts an. Das heißt also, der hat eine automatische Drehzahlregelung. Wenn ich jetzt die Klimaanlagen beide anschmeißen würde, dann würde er etwas lauter, aber viel lauter als das wird er nicht. Das ist wahrscheinlich eher eine Prinzipfrage, weil viele Deutsche es einfach nicht gewohnt sind und sich dann tatsächlich über alles aufregen. Ja, ich zeig mal gerade hier, dass wir mal hören können, wie laut es ist. Vielen Dank. Ist ja süß. Ist es hydraulisch oder wie läuft das? Elektrisch, ja. Elektrisch. Also ist eine elektrische Pumpe, aber fährt hydraulisch aus. Da sind so zwei Arme zu sehen, rechts und links, wenn du da reinguckst. Das hat natürlich den Vorteil, wenn man ihn braucht, ist er da. Ja. Das heißt, und du brauchst ihn selten, nehme ich an. Normalerweise, wie gesagt, aus Rücksicht auf die Menschheit haben wir ihn selten an, weil wir halt dann meistens am Landanschluss stehen. Lass mich nur mal bitte wieder reinstecken. Ja, mach mal rein. Wir haben ja außerdem auch Batterien. Augenblick, man hört dich nicht jetzt. Ich habe gesagt, wir haben ja außerdem auch Batterien und Solar und Wandler und alles Mögliche. Also ich brauche ihn eigentlich nicht unbedingt sehr häufig. Der steht meistens, er wird nur gebraucht, wenn es wirklich drauf ankommt. So, das hier, da ist der Geldeinwurf. Wir haben kurz uns drüber unterhalten. Du wirfst hier im Durchschnittstag rund einen Zehner ein? Ja, ungefähr 10. Wobei, das kommt ein bisschen drauf an. Das absolute Maximum, was wir hatten, war mal bei 36 Grad Außentemperatur. Um den runterzukühlen, haben wir, ich glaube, 18 Euro in 2 Stunden eingeschmissen. 18 Euro in 2 Stunden. So, komm mal bitte mit. Da ist die Lichtanlage. Da vorne geht das Wasser mal runter. Ihr seid zufrieden? Habt ihr viel Stress mit dem Ding? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es sind immer so ein paar Kleinigkeiten. Die Frage ist, was ist Stress? Wir haben neulich eine Schmorstelle gehabt am Trafo. Da haben wir 3 oder 4 Tage lang die Klimaanlage mit voller Leistung laufen gelassen. Also Landanschluss wird umgewandelt, die 230 und 110. Und da hat ein Kabel am Trafo geschmort. Das war allerdings auch leider ein billiger Trafo. Das Auto ist ja umgebaut. In Amerika hast du ganz andere Anschlüsse. Und der Trafo ist dann neu, das hat dann so 300-400 Euro gekostet, aber ist ja Kleinkram. Aber Motor und so weiter ist kein Problem. Ist das so ein Gerät von 230 auf 110 Volt dann? Ganz genau. Richtig. Okay, verstanden. Ja, wir haben also im Prinzip haben wir 2 oder eigentlich 3, wenn du 12 Volt mitrechnest, Stromkreise im Auto. Und die Originalgeräte, wie zum Beispiel der Kühlschrank oder die Mikrowelle, sind alle 110. Auch der Generator macht 110 und die Klimaanlage und alles braucht 110. Aber wir haben halt nur mal hier 230, also muss ich gucken, wie ich das irgendwie ändere. Okay, wir schauen mal in ein paar Klappen rein. Ihr habt einen Hund, wie man sieht. Ja, ja. Oder ist das hier für Einbrecher?
Ah, das ist schon eher für einen Hund, weil du hast ja gesehen, wie leicht es kommt, wenn du rein willst. Stimmt. Es war ein Scherz. Hot steht hier drauf. Was ist da? Heizung? An der Stelle ist eine Heizung. Ja. Wir haben zwei Gasheizungen und hier drüben an der Stelle ist der Boiler. Und das ist halt der Auspuff von der Gasheizung. Da wäre der Boiler drin, genau. Ah, das ist so Slideouts hier. Das ist ja cool. Mhm. Das sieht ziemlich massiv aus. Das Teil trägt 500 Kilo. 500? Du hast mir erzählt, wenn du den komplett voll machst, alle Tanks voll, mit allem drum und dran, hast du noch über eine Tonne Rest. 1,2 Tonnen, ja. Also kannst du. Der fährt auf beide Seiten raus. Das heißt, das Gleiche, was wir jetzt hier sehen, können wir auch zur anderen Seite rausfahren. Die Sachen, die jetzt hier sind, komme ich natürlich hier locker dran. Und alles, was auf der anderen Seite ist, fahre ich immer in die andere Richtung. Achso, das ist derselbe? Das ist. Dieses Teil hier fährt durch bis auf die andere Seite. Das heißt, wenn wir zum Auto rumgehen und da die Klappe aufmachen, kann ich in die andere Richtung fahren. Und in der nächsten Klappe ist im Prinzip nochmal derselbe. Ja. Den haben wir allerdings höher eingebaut, denn der Zaun, der jetzt hier um uns rumsteht, hat dann da eine Halterung, wird da reingeschoben. Okay, verstanden. Das ist ja praktisch. Und das kommt, im Prinzip ist das jetzt keine große Sonderausstattung, das verlangt der Amerikaner eigentlich, oder? Ja, das Problem ist tatsächlich, ich habe die Originalaufpreisliste von damals, der hat, ich will nicht lügen, ich glaube $85.000 Extras drin. Das ist wie Mercedes. Also alles, was du willst, kannst du kaufen. Und wenn du sagst, du willst es nicht, du brauchst es nicht, dann lässt es eben weg. So, du hast zwei verschiedene Heizungen. Man sieht es hier. Das ist einmal die hier und dann. Das ist die und hier hinten ist die zweite. Und die zweite ist fürs Bad und fürs Schlafzimmer. Aber da wir etwas kühl schlafen, haben wir normalerweise die eigentlich ganz selten an. Hier, was ist da drin? Das ist ja cool gemacht hier mit diesem Teil hier. Das hast du nachgerüstet oder was dabei? Das ist serienmäßig. Nee, unten meine ich hier diese die Markise. Das da? Ja. Das habe ich selbst gemacht, ja. Das Problem ist, wenn es richtig heiß ist, wollen die Hunde eben unter das Auto. Und da unten sind ja manche Sachen auch ein bisschen schmutzig. Und wir hatten bis vor kurzem eine weiße Bulldogge. Wenn die dann so sich unter die Vorderachse gelegt hat, dann war die halt dreckig. Da hatte die richtig schön Schmierfett dran. Und das willst du nicht. Und außerdem bläst der Wind nicht so durch. Cool. Also das ist ein Fahrzeug, da könntest du drin leben, ihr lebt aber nicht drin fest. Nicht drin, ne? Genau. Leider müssen wir manchmal arbeiten, aber theoretisch könnte man. Es ist genug Platz, es gibt eine Waschmaschine und. Also eigentlich könnte man locker drin arbeiten. So, du hast einen Führerschein gemacht, C. Ja. Das bedeutet, du weißt, dass man im Falle eines Falles so Blinklampen mitführen muss. Das sind die? Also das hier sind jetzt Zusatzlampen für den Fall, dass ich zum Beispiel ein Auto abschleppe, bei dem gar kein Strom mehr drauf ist. Okay. Dann hänge ich das hinten an das andere Auto oder einen kaputten Anhänger oder so. Das ist mehr oder weniger Zufall, dass sie da drin sind, weil hier ist diese Problematik noch nicht aufgetreten. Ja. Aber vorne habe ich so einen speziellen Schrank, da können wir gleich mal reingucken. Da haben wir Blinklämpchen und können also eine Unfallstelle mit 4-5 Lampen absichern und so weiter. Und hier, was ist da drin? Das ist der Boiler, der berühmte. Mal gucken, dass ich mir nicht die Finger verbrenne. Duschen oder was? Ja, zum alles, was Warmwasser ist. Der hat mehrere Wasserhähne, hat also insgesamt 4 Möglichkeiten, wo du was abzappen kannst. Und das Ding funktioniert? Der funktioniert einwandfrei. Der ist jetzt 10 Gallonen, also so in der Nähe von 40 Litern, hast du 70 Grad heißes Wasser. Das heißt, du kannst duschen, schaffst du normal nicht, dass das Wasser bis der Arzt kommt. Ja, na, okay, verstanden. Gas oder was läuft da? Das ist Gas, genau. Einen Gastank habt ihr hier, ne? Gastank haben wir vorne. Müssen wir dann gleich auch mal reingucken. Ja, können wir machen. Also von der anderen Seite, okay. 80 Liter ungefähr, da kommt man einigermaßen weit. Ah, hier oben sind die Kameras, die du drauf gemacht hast. Genau. Das ist nicht Birdview, sondern du hast die Möglichkeit, die Kameras Stück für Stück dann umzuschalten. Ich kann die einzeln schalten. Ich kann also die Bilder entweder 4 Stück auf einen Bildschirm bringen oder ich kann auch den groß machen, dass ich das so sehe. Birdview. Zu der Zeit, als wir das gemacht haben, gab es das noch nicht für Autos von 12 Metern. Und ich habe es auch gesehen bei einem 10 Meter Auto, es war so verzerrt, dass ich nichts erkennen konnte. Aber das ist, mittlerweile ist es besser. Das ist eine Frage, man sieht es dann, also wenn man dann einen Unfall baut, ist man selbst schuld, oder? Ich habe es, ist vor allen Dingen extrem irritierend, ich kann damit nicht fahren. Ich habe eine Probefahrt gemacht mit einem Auto, das war ganz witzig. Ich bin also zwischen zwei Autos durchgefahren, das funktionierte eigentlich auch ganz gut. Nur das Auto neben mir war, sagen wir mal, so ein Golf, so von der Größe. Und der wurde, als ich vorbeigefahren bin, blähte der sich auf, der wurde riesig. Also da stimmt irgendwas mit der Optik nicht, bei dem Ding zumindest nicht. Und habe ich gesagt, ich nehme normale Kameras, die fest eingestellt sind, und das war's dann. So ganz kleine Details, wie hier diese Markise. Die funktionieren auch. Das heißt, du hast gar keinen Stress mit denen, dass sie irgendwann mal hängen oder irgendwas? Nee. Also ich habe noch keinen Stress gehabt, aber in der Aufrollung, wo die sich dann reinrollt, da ist eine Feder. Und manchmal hört man das von Freunden, dass die Feder bricht. Dann musst du halt eine neue reinmachen.
Okay, das ist aber nichts, was du jetzt nicht reparieren kannst. Richtig, also man kann. Ob ich es könnte, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber wir haben zum Beispiel den Slider, die Markise erneuert vor kurzem, weil die porös war. Die sah nicht mehr schön aus. Und da mussten wir das Ganze ja abwickeln und ein bisschen fixieren, dass es uns nicht um die Ohren fliegt. Das ging alles ohne weiteres. Hubstützen sind drin? Hubstützen, er hat also zwei Möglichkeiten. Einmal habe ich hydraulische Hubstützen mit automatischer Einstellung. Ich kann aber auch mit der Luft nivellieren, also mit der Federung. Wenn ich nur kurz anhalte, sagen wir mal auf dem Rastplatz, der schief ist, dann drücke ich Federung, dann pumpt er halt mehr oder weniger Luft in die Federn. Automatisch? Vollautomatisch, genau. Und wenn ich den fest stehen haben möchte, damit er gar nicht schwankt, weil er in der Federung ja schwankt, dann sieht das so aus. Not for storage, das sieht aus wie ein Motor so ein bisschen. Das heißt, der ist sehr leise. Ist der Motor hin? Der Motor ist ganz hinten. Das hier ist jetzt was anderes. Das sind nämlich die Batterien. Genau, hast du mir schon erzählt, hast du ziemlich viele. Hat man dann diese Schubladen, bisschen staubig, tut mir leid. Ja, ist nicht schlimm. Aber kommst du auf die Art dann auch gut ran und kannst da so nachgucken, was, ob noch Flüssigkeit drin ist. Die unteren sind Traktionsbatterien 6 Volt, das heißt also immer zwei zusammen für 12. Und die sind aus Golfkarts oder sowas. Das heißt, die halten ewig, auch wenn du nur ganz wenig Strom ziehst. Und die oberen sind die normalen Motorstarterbatterien. Okay, verstanden. Das heißt, unten ist für Strom und Licht und so weiter. Genau. Stehen bleiben ohne Landstrom geht auch? Normalerweise schaffe ich einen ganzen Tag, wenn ich Mikrowelle und alles benutze, wenn die Sonne nicht scheint. Jetzt im Moment ist sie ja gerade mal rausgekommen. Da habe ich 400 Watt auf dem Dach, aber noch vor einer Stunde hat es ja geregnet und da funktioniert gar nichts mehr. Also da, aber was sind 400 Watt bei so einem Auto? Ist nicht viel, das ist das Problem. Deswegen sage ich ja, wenn ich losfahre und er stand einige Zeit, sodass er vollgeladen hat über Solar. Zu Hause habe ich nicht am Landstrom, da steht er einfach so. Wenn ich vollgeladen losfahre und benutze dann die Mikrowelle und die Kaffeemaschine und die Innenbeleuchtung und die Fernseher und alles, was dazugehört, dann muss ich im Prinzip am nächsten Morgen entweder wieder losfahren oder an Landstrom oder einen Generator starten. Sehr cool. Da ist der Motor. Nein. Nein? Jetzt habe ich... Wäre zu einfach. Oh, das sieht ja süß aus. Jetzt sind die Batteriehauptschalter hier, die beiden. Das ist auch ganz witzig. Der hat im Prinzip eine eingebaute Starthilfekabel. Das heißt, wenn ich vorne auf den Knopf drücke, geht über ein Relais eine Verbindung zwischen den Hausbatterien und den Motorstartbatterien. Das heißt, du brauchst kein Starthilfekabel irgendwie zu verlegen, sondern das hat er eingebaut. Und das hier ist alles Mögliche an Technik. Wenn du mal hier oben drauf gehst, siehst du das. Das ist also zum Beispiel Batterieladegerät und solche Geschichten ist hier unten drin. Das Cold Sweater Package, was drin ist. Und ja, ist halt aus Amerika. Da ist alles nicht so ganz perfekt, aber es funktioniert halt alles. Das ist so. Richtig. Du kannst es also eigentlich schön zusammenfassen. Das Cold Weather Package zum Beispiel hier ist eigentlich was ganz Einfaches. Der hat eine Heizfolie, schalte vorne ein, Thermostat drin. Und wenn es zu kalt wird, zum Beispiel für die Tanks und so weiter, dann sorgt die elektrische Heizfolie dafür, dass die nicht einfrieren. Verstanden. Ja, das sieht alles ziemlich aufgeräumt aus. Der läuft auf 12 Volt intern? Der läuft auf 12 Volt, ganz genau. Das heißt, die kennen das gar nicht mit 24, so wie hier? Doch, einige Amerikaner haben auch 24 und zwar bauen die ja teilweise auch für die entsprechenden Leute auf richtig Truck-Basis. Also wo du dann vorne so einen Haubentruck hast, weil die das einfach toll finden, dass du ein Profifahrzeug hast. Und da haben dann die Trucks 24. Aber was die Geräte betrifft, normale, sagen wir mal, Pumpen und Elektrobeleuchtung und so weiter und so fort, die laufen eher auch in Amerika mit 12 Volt. Ja, mach nochmal einen Zug, eine Gasdruckfeder. Ja, der hat eine Gasdruckfeder, hier muss ich es mit der Hand machen. Ist ein bisschen gemischt. Ah, da ist so ein kleiner. Gut, das hier, das brauchen wir ja nicht jeden Tag. Das hier. Das Ding ist also tatsächlich als Aufhalter gedacht, damit die Klappe oben bleibt. Was ist hier? Das hier ist, diese beiden Teile ist für die Waschmaschine bzw. Trockner. Das heißt, für die Waschmaschine? Jo. Okay. Ja, das ist ein Waschtrockner, da muss ja irgendwo die Wärme weg. Und dann saugt er da an und oben bläst er aus. So, jetzt ist hier so ein kleines Teil, was, wozu ist das? Das Teil und das Teil gehören zusammen, da haben wir einen Flaggenmast. Das heißt, du fährst den aus, das ist ein Glasfaser, wie so eine Angelrute so ungefähr, 5-6 Meter hoch, was weiß ich, den ziehst du in mehreren Stücken auseinander, stellst hier rein, hakst ihn da ein, wenn du auf ein Treffen fährst, Forumsflagge halt. Die schön, wenn ich jetzt bei dir entsprechend einbrechen möchte über das Dach, ist die Leiter gleich dabei. Ja, durch die Luken oben kommst du wahrscheinlich nicht rein, so groß sind die nicht. Der hat ja mehrere, aber die haben auch alle noch extra kleine Dächer drüber, dass du auch während der Fahrt und bei Regen offen lassen kannst. Und da wird schwer. Wird's eng. Da ist der Motor jetzt. Da ist der Motor. Komm, einmal habe ich recht. Gut, einmal hast du recht, jawohl. Der Cummings 8 Liter, nee, 8 Liter oder was hat der? 8,9. Also 9, sagen wir mal 9. Boah, ist der cool.
Das ist jetzt kein Motor, der jetzt im LKW ist, der ist speziell für Busse oder ist er auch bei LKWs? Den gibt es sowohl in LKW als auch in Bussen, als auch in Booten beispielsweise, dann immer ein bisschen anders angeordnet. Ich habe neulich gerade ein Ding gesehen von einem Boot, da hat die Maschine 1000 PS, bei uns hat er nur 400. Das heißt, der läuft ewig mit 400 PS? Ja, du kannst davon ausgehen, sowohl die Automatik als auch die Hinterachse als auch der Motor sind eigentlich dafür ausgelegt, dass Profis damit sozusagen von der West- zur Ostküste und zurückfahren und das jeden Tag. Wenn der viel weniger als 1 Million Meilen schafft, wenn er so benutzt wird, würde es mich wundern. Wir benutzen den natürlich nicht artgerecht, der wird ja so viel zu selten gefahren. Also ich werde ihn wahrscheinlich nicht kaputt kriegen, aber trotzdem, bei 300.000, 400.000, 500.000 bei unserer Benutzung wird er wahrscheinlich kaputt sein. Es riecht wie so eine Diesellok, die ich mal als Kind bestiegen hatte, die irgendwie ausrangiert war, wo ich reingelaufen bin. Das sind so Duftgedanken, die mir gerade entgegenkamen. Aber man riecht drin gar nichts. Drin riechst du überhaupt nichts, nein. Du hörst auch ganz wenig. Der Motor ist nun mal im Heck. Das heißt, wenn du vorne ganz normal fährst, kannst du dich problemlos im normalen Tempo unterhalten. Also hast kein Problem, dass du brüllen musst oder so. Das hat eine coole Ansaugung hier. Ja, dieses kleine Rohr da, das ist ja die Luftansaugung. Das heißt, dieser große Eimer, der da aufrecht steht, ist der Luftfilter. Und hier seitlich angeordnet ist ja so ein Paket Kühler. Das heißt, da müssen wir von der Seite reingucken. Das ist also Ladeluftkühler und so weiter und so fort. Echt? Turbo? Ja, das ist ein Turbo, klar. Das ist ja klar. Ein 9 Liter Turbo. Er ist sogar ziemlich modern für die Zeit. Heutzutage hast du ja eigentlich immer Turbolader, wo sich so die Ladeschaufeln verstellen lassen. So nach, je nach Drehzahl und so weiter. Und das hat der 2003 schon gehabt. Der hat auch 4 Ventile pro Zylinder schon 2003 gehabt. Also er ist schon super modern. Was ist das hier, dieses kleine Ding? Das kleine Ding hier, ja. Vakuum. Das heißt, da kannst du im Prinzip ablesen, ob der Luftfilter schon zugesetzt ist oder nicht. Das heißt, im Betrieb des Motors zeigt er dann hoffentlich einen grünen Bereich an. Und wenn er keinen grünen Bereich anzeigt, musst du den Luftfilter sauber machen. Ölfilter oder was ist das? Das ist ein Dieselfilter. Dieselfilter. Ölfilter ist ein bisschen versteckt angebaut. Den kannst du jetzt von hier aus nicht sehen. Okay. 28 Liter Ölvolumen. Rost irgendwie, die Kiste? Also bei dem hier nicht. Das hat aber, also bis auf winzigen Flugrost, du siehst ja selber da die eine Schelle zum Beispiel. Ja. Der ist aus Arizona. Das heißt, der hat die ersten 13 Jahre seines Lebens in der Wüste zugebracht und offenbar in der Halle, denn er hat ja auch zum Beispiel Armaturenbrett ist in Ordnung und alles, was man sonst so sieht. Und dann kam er hierher und hat aber bisher noch nie Winter gesehen. Also er war 2 Jahre lang über Winter in Spanien. Und das ja gut, jetzt gibt es ja auch keinen Winter mehr in Deutschland. Ja, es gibt aber trotzdem manchmal noch Salz, wenn sie so in Panik vielleicht doch Salz streuen. So, die Klappen, die sind schön hier aus alles GFK. GFK. Der hat also die Frontmaske und die Heckmaske. Die sind massiv GFK, also richtig dick auch. Und das Dach ist massiv GFK. Und die Seitenteile sind teilweise Alu und teilweise GFK. Wie ein Boot quasi. Wie ein Boot, richtig. Mhm. Also mach mal zu, bitte. Jawohl, ich mach mal. Warte, ich krieg das hin. Okay. Ja, hier unten sieht man es auch. Made 2003. Also Kinder, wer hier 2003 geboren ist, das wäre euer Auto. Mhm. So, ja, ihr heißt Smiley und Butch. Das ist interessant. Wo kommt der Name her? Das sind unsere Hunde. Ach so. Das ist die kleine braune. Die Security. Das ist Security, genau. So, das habt ihr dann gemacht. Das heißt, Driver ist Mark, Co-Pilot ist Georg und Security ist Smiley und Butch. Butch. Ist amerikanisch. Der alte Butch ist leider mittlerweile gestorben, aber der war jahrelang unser Beifahrer. Okay. Das ist das Paket mit den Kühlern. Nadelluftkühlern und so. Ja. So, und dann zeige ich mal gerade, dass man das so sehen kann. Sehen kann, weil er halt so eingebaut ist. Der hat einen riesengroßen hydraulisch betriebenen Ventilator. Ich habe mal was gelesen, ob das stimmt, weiß ich nicht, dass der Ventilator bei Volllast alleine 40 Kilowatt Leistung schluckt. Aber das ist schon ein Monsterteil. Ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass du so einen Ventilator hast. Das heißt, der hydraulisch auch betrieben ist. Der darf nicht ausfallen. Ganz genau. Der darf nicht ausfallen. Wir haben es auch noch nicht erlebt. Und die ganze Technik hier bei dem ist wirklich so gedacht, dass du wirklich den nicht zu heiß fährst und. Auch nicht mit 20 Tonnen, auch nicht im Berg hoch, auch nicht bei 36 Grad. Funktioniert einfach. Ja. Die Amis fahren ja mit dem Ding ins Death Valley und überall hin. Das ist also gar kein Problem. Krass. Ja, und da wäre es ja auch egal, wenn da jetzt der Generator mal läuft. Und du stehst in Death Valley und willst einfach mal die Klimaanlage laufen lassen. Der zieht wahrscheinlich den Diesel direkt aus dem Tank, oder? Der zieht den Diesel direkt aus dem Tank, genau. Das heißt, du könntest da im Prinzip Heizöl reinmachen. Ich könnte im Prinzip Heizöl reinmachen, man sollte es nicht. Früher gab es ja auch mal... Nee, wenn du da jetzt einen extra Tank hättest für den... Wenn ich einen extra Tank hätte, ja. Es gibt tatsächlich Leute, die machen da einen extra Tank rein. Und bei dem Vorgänger von diesem hatten wir auch eine Dieselheizung. Jetzt haben wir, wie gesagt, eine Gasheizung. Früher hatten wir eine Dieselheizung. Da hätte es sich gelohnt wahrscheinlich. Ja, schöne große Sachen. Das ist wahrscheinlich das Wasser. Das ist einmal der Anschluss sozusagen und die Ablassseite. Das heißt also, das sind dann entsprechend die Schläuche.
schwarz-grau, wie man es so kennt. Wenn du da unten reinguckst, ist der Anschluss. Da habe ich so eine Stelle am Boden, die ich aufschraube. Das heißt, ich komme dann von unten mit dem Anschluss rein und ziehe schwarz und grau, genau. Das ist ein Landwasseranschluss. Die Amerikaner haben ja praktisch auf allen Stellplätzen auch immer sogenannte City Water. Da gehst du dann direkt rein. Und der Abfluss direkt runter. Das und der Abfluss direkt raus. Genau. Dass die da 10 Jahre stehen können ohne. So ungefähr. Wie ist das in Amerika mit dem Strom? Ist der auch pauschal auf den Plätzen oder gibt es da auch sowohl einen Euro? Teilweise musst du auch bezahlen. Meistens ist es dann so, dass du einen Zähler halt natürlich hast. Das Spannende ist tatsächlich nur, die Amis haben meistens, zumindest auf den großen Plätzen, eine ganz andere Infrastruktur. Du hast zwar 110 Volt, aber du hast 50 Ampere Anschluss. Das heißt, ich habe dann 6 Kilowatt Stromanschluss. Ja. Bei dem hier, 3,6, kann ich gar nicht alles auf einmal betreiben. Okay, das heißt, da sind die Kabel dick. Der 110 Volt Transformator steht da meistens am Dach drauf bei den Leuten. Das heißt, die Ströme müssen gar nicht von allzu weit herkommen. Richtig. Da oben ist eine elektrische Winde. Na klar. Damit du also die 25 Meter Kabel dich nicht quälen musst. Das ist geil. Das will ich haben. mit Aufwickeln. Das ist aber sehr praktisch, oder? Das ist super praktisch. Und wenn du jetzt das amerikanische Kabel sehen würdest, das ist so dick wie ein Finger, also ungefähr doppelt so dick wie das, da möchtest du eigentlich gar nicht mit der Hand das aufwickeln, da quälst du dich. Ja, das ist schon ganz praktisch. Sehr schön. Ja, so eine Kleinigkeit, ich zeig's mal gerade hier vorne. Wenn das Ding reinfährt, wird automatisch verriegelt. Richtig. Nämlich nicht über irgendwas, sondern es wird reingedrückt und zu ist. Genau. Da hat also bei den großen Slides drüben und hier diese spezielle Verriegelung. Witzigerweise gibt es tatsächlich serienmäßig bei manchen kleineren und einfacheren Fahrzeugen kriegst du einen Besenstiel mitgeliefert. Der wird also ohne Witz dann oben irgendwo reingeklemmt. Das ist bei dem hier nicht der Fall. Ami halt. Einfach, aber okay. Cable, TV. Und Phone Jack, also das ist so eine Reminiszenz an Amerika. An 2003 vor allen Dingen. Heutzutage haben sie es immer noch teilweise. Und es ist ja auch manchmal so, dass du auf einem Platz schön unter dem Baum im Schatten stehst und kriegst eben keinen Satellitenfernsehen. Und wir haben jetzt bei dem heutzutage, wir stehen jetzt direkt unter Mast, haben also per WLAN haben wir Netflix und so weiter drin. Und dann haben wir noch DVB-T für den Fall, dass wir keinen Satellit kriegen, weil wir unter dem Berg sind. Zeig's mal gerade. Wenn du mal gerade da stehen bleibst, du bist 2 Meter? Nee, 1,90. Nicht ganz 2 Meter. Das ist der, hätte ich fast Haufen gesagt, aber er ist gute. Nee, es ist echt, echt groß, aber er ist eigentlich nicht größer als ein Reisebus, sagen wir mal so. Das sind so Standard-Reisebusse. Du musst ja dran denken, wie hoch du sein darfst. Das ist in Amerika auch 4 Meter. Auch 4 Meter? Ja, also das ist kein Problem. Die Kante, die Dachkante ist ja noch nicht das Höchste, denn es sind ja noch Klimaanlage und Satzschüssel und so weiter drauf. Und Höhe über alles ist er so 3,80 ungefähr. Das heißt, geht ja noch. Die Kante ist wohl 3,40 schätzungsweise. Aber es ist so manchmal, wenn du das fährst, du guckst dir schon mal so Sachen an, wenn da steht so 3,90 Meter, ob das auch stimmt. Dann wird es einem schon manchmal schummerig, das ist richtig. Also ich bin an einer Stelle schon mal wirklich zeitlupemäßig gefahren und hatte einen vorne stehen. Da hieß es dann 3,80 und ich glaube, ich bin 3,80 und da haben wir gesagt, man weiß ja nie, wie die gemessen haben. Und ob der Luftdruck vielleicht ein bisschen höher ist. Ich kann ihn zum Glück auch absenken bei langsamer Fahrweise, so wie so ein altes Citroën. Aber das geht nur bei langsamer Fahrweise. Wenn du ein bisschen Gas gibst, geht auch. Das habe ich auch. Genau, das geht so. Wobei mein Reifen, der passt da ungefähr 4-mal rein. Boah, ist das ein Teil. Ja, wenn du da mal einen Satz Reifen neu kaufst, ich nehme an, die sind alle paar Jahre fällig, oder? Das ist gar nicht so schlimm, denn diese Größe ist so eine Standardgröße für Omnibusse und so weiter. Die gibt es wirklich massenweise von den unterschiedlichsten Herstellern. Das heißt auch zur Not auch gebraucht? Oder? Zur Not auch gebraucht, aber die sind jetzt 3 Jahre alt oder 4 Jahre alt, im Prinzip also neu. Mhm. Und bei LKW ist es ja oft so, dass die auch sogar so runderneuerfähig sind. Das heißt, die sind vom Aufbau her gar nicht so fürchterlich empfindlich wie ein Auto. Und vor allen Dingen fährst du auch nicht so schnell. Also man hat mir erklärt, selbst ein TÜV, bei meinem alten Auto war das so, da hatte ich leichte Risse schon in der Seitenwand. Da hat er gesagt, gar kein Problem, bauen ab. Der wird sogar nochmal vulkanisiert und neu gemacht und dann kannst du das Neureifen wieder kaufen. Cool, so eine Leichtmetallfelge in der Größe habe ich auch noch selten gesehen. Das ist aber auch typisch amerikanisch, das haben die schon viele, viele Jahre. Cool. So, Licht hast du. Da unten ist die, ist der Schlauch für die Entleerung. Nehme ich mal an. Hier zwar drin liegen, aber da habe ich tatsächlich noch mal einen dritten. Das heißt, wenn es mal ganz weit weg ist, sind so 5 Meter sind oder so, mache ich 3 aneinander. Ich habe aber zusätzlich auch noch separat eine kleine Pumpe mit einem Zerhacker drin und einen Feuerwehrschlauch. Also wenn ich 20 Meter transportieren muss, geht das auch gerade noch. So. Die Kapazität von den Tanks?
Also der Dieseltank hat 485 Liter, der Wassertank hat 360, glaube ich, aber bitte nicht drauf festnageln. Und die beiden Abwassertanks sind unterschiedlich groß. Der Schwarztank und der Grautank addieren sich zu 380 Liter ungefähr. Also du kannst sagen, so 240 und 120 so etwa. Okay, Diesel heißt, wenn er mal ganz leer ist, am besten die Kreditkarte mitnehmen. Denn der Preis ist ja so niedrig im Moment, ist alles kein Thema. Macht Spaß, oder? Du bist bei 500 Euro ungefähr locker. Ja. Und du kommst wie weit damit? Ich brauche 25 Liter ohne Anhänger, 28 mit. Das heißt, du kannst sehr grob sagen 2000 Kilometer, aber ganz so ist es nicht, 1600 ungefähr. Ja, wir haben jetzt einen Tank halb leer und sind 1000 Meilen gefahren. Das heißt, diesmal waren wir richtig sparsam. Jetzt ist so, viele schreiben da, Riesensauerei, die arme Umwelt. Einmal mit dem Flugzeug fliegen, glaube ich, macht das wieder wett. Ja. Die nächste Sache ist, ihr steht ja unglaublich lang denn immer. Das heißt, also ist ja nicht so, dass du permanent fährst. Das ist der eine Punkt. Dann sind die Motoren überraschend sauber. Der hat zwar jetzt keine grüne Plakette oder so, weil die Deutschen sind ja sehr kritisch. Da muss ja alles Mögliche eingebaut sein. Aber jedes Mal, wenn ich beim TÜV bin, sind die Werte so niedrig, dass die Jungs meistens so Sprüche machen, der ist ja so sauber wie ein Fünfer oder sowas. Dazu kommt, du hast vollkommen recht, natürlich fährt man nicht wahnsinnig viel damit. Schön. Also das zur Ehrenrettung, wenn die dann sagen, du bist schuld, dass die Welt jetzt untergeht. Ja, also ich glaube, wir sind nicht schuld. Ich glaube, dass auch die Kühe und die Hamburger auch ein bisschen was mitmachen. Aber ich halte mich da raus aus dem Thema. Da ist was? Diesel. Das Schwarze ist der Dieseltank und das Rote, da so leicht zurückgesetzt, ist der Gastank. Ah, da ist der Gastank. Das ist ein deutscher Gastank? Richtig. Muss ja Vorschrift sein. Also der ist geprüft in Deutschland. Alle 10 Jahre musst du neu machen. Wobei der jetzt sogar schon einer von den allerneuesten ist. Also der hält ewig. Das ist so einer von der Sorte. Ich halte ewig. Genau. Den Diesel kannst du von zwei Seiten befüllen. Das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn du an die Tankstelle fährst. Je nachdem, wie voll es ist, kannst du da oder da hinfahren. Das ist gut, gell? Ganz normale Befüllöffnung von beiden Seiten. AdBlue? Nein. Der hat Dings und kein Bums und kein gar nichts. Da brauchst du keine AdBlue. Nur Diesel. Und den nächsten H-Kennzeichen? Noch nicht ganz, weil der ist ja gerade erst süße 17. Also muss ich noch doppelt so lange fahren. In Bus wie Trost. Das ist eigentlich ein VW-Bus drauf, aber schön. Keep calm and truck on. Umdrehungen pro Minute, wenn du so 80 fährst? 1500 ungefähr. 1500. Da der Motor hin ist, hörst du gar nichts, oder? Nee, hast du recht. Das ist cool. Warte, ich zeig's nochmal von vorne. Er sieht eigentlich noch ziemlich modern aus, muss ich sagen. Gut, die Farbe ist so ein. Na, ich sag's lieber nicht. Aber es ist halt, das will der Ami, oder? Also zunächst mal gab es für das Auto 4 oder 5 verschiedene Varianten, die du kaufen konntest. Zum Beispiel auch Anthrazit, Silber mit keine Ahnung was für Streifen drauf. Das will der Ami, ja klar. So, wenn wir gleich reingehen, will der Ami noch viel mehr, aber es ist saugemütlich. Also ich habe mich eben reingesetzt, habe gesagt, das ist schon eine Frechheit, was du mir hier bietest. Denn wenn man reinkommt mit Doppel-Slide-Out und du hast so viel Platz, dass du anschließend dein Hightech-Wohnmobil, was du hier in Deutschland gekauft hast, sofort in die Tonne treten willst, weil du fühlst dich wie im Apartment. Original, oder? Ja, absolut. Wir haben, wie gesagt, über 30 Quadratmeter. Wir haben eigentlich alles, was man will. Das heißt, auf die Weise, ich brauche eigentlich kein Haus oder keine Wohnung theoretisch mehr. Wenn du sie immer noch brauchst, dann wahrscheinlich, weil du so viel Zeug gelagert hast zu Hause. Genau, man lernt wahrscheinlich sich auch beim Camping extrem zu reduzieren. Da vorne hast du noch so einen Key, der funktioniert nicht mehr. Doch, der funktioniert, ist jetzt aber sowieso offen. Das heißt, du gibst hier dann deinen Code ein, den wir jetzt natürlich nicht nennen, dann geht's auf. Oder ich habe eine Fernbedienung, auch für die ganzen Klappen. Die sind also alle mit der Zentralverriegelung mit Fernbedienung. Und schließlich, wenn alles kaputt ist, typisch Ami, hast du auch noch ganz normale Schlösser. Sehr schön. Das heißt, das funktioniert hier mit dem Code? Das gut. Funktioniert, ja. Gut, so. Wenn du mal kurz auflässt, weil dann ist nämlich der Kameramann, der Instagram macht, der kommt nämlich gleich mal mit dazu. Gerne. So, dann gehe ich mal rein. Lass dich nicht fressen vom Hund, aber du hast ja schon kennengelernt. Och, der ist doch ganz süß. Ja, früher war sie mal etwas heftiger. Ja? Deswegen haben wir auch einen Zaun. Frecher. So, helfen oder geht's? Das geht, ja. So, jetzt sind wir hier drin. Und jetzt sieht man direkt mal hier rein. Das habe ich immer nur auf Bildern gesehen. Das heißt, hier hat man den Beifahrersitz, der ist hier. Der ist hier vorne drin. Der Beifahrersitz ist genauso drehbar wie der Fahrersitz und hat vorne auch eine Fußstütze dran. Aber so wie wir es jetzt hier eingerichtet haben, haben wir bewusst gemacht. Ich brauche den also normal sowieso ja nicht rumzudrehen. So, gehen wir mal kurz rein, denn der Fernseher läuft schon. Das ist so das Raumgefühl. Und
wenn wir jetzt mal hier schauen, das ist der Slideout, wie wir ihn eben gesehen haben. Das ist ja nur so ein abgebrochener Meter, würde ich mal sagen. Aber das Raumgefühl, wenn du auf beiden Seiten nochmal einen Meter mehr hast, das fühlt sich dann an wie im, ja, wie, wirklich wie im Apartment. Das heißt, du hast hier vorne 3,70 Meter Breite. Und naja, von der Windschutzscheibe bis zu dieser Wand, wo es enger wird, 6 Meter. Ungefähr die halbe Autolänge. Also schon ganz schön Platz. 6 mal 3 sind 18 ungefähr Quadratmeter. 20, weil sind 3,70 Meter. Ne? Also hier vorne alleine sozusagen das Wohnklo vorne sind 20 Quadratmeter. Das ist ziemlich cool, du musst nichts umbauen. Du hast also hier deine Sitzgruppe hier drin, die halt einfach draußen bleibt. Das heißt, Frühstücken bleibt fest bestehen. Richtig. Du änderst gar nichts, es sei denn, du bist mit 4 Personen unterwegs. Das heißt, da fährst du den Tisch ein bisschen aus. Der hat auch jetzt übrigens keinen Fuß. Das heißt, du kannst problemlos hier einen Stuhl dran stellen. Und wir haben 2 Klappstühle noch dazu im gleichen Holz. Die liegen jetzt hinten im Moment unter dem Bett im Stauraum. Und da kannst du auch mit 4 Personen sitzen. Ja, da ist der Fernseher. Ich zeige jetzt mal gerade mal das ganze Raumgefühl, das man jetzt hier hat. Also, wir fangen mal hier rechts an. Hier oben sind die Schränke natürlich in Gold. Die Amis bauen ja alles massiv, oder? Ja, du kannst hier mal, wenn du Lust hast, kurz in eine Klappe reingucken. Also das hier ist massiv und das ist auch ein massives Inlay. Das heißt, es ist diese Kassettenoptik hier. Das finden die Amis lustig, ja. Gut, ich darf Ami sagen, weil ich bin ja Halbamerikaner. Ja, ich habe auch mehr Verwandte in Amerika als in Deutschland. Das ist so. So, dann hast du hier die Mikrowelle mit drin. Der gute alte Sharp Karussell, der war schon drin? Der war schon drin, den sieht man oft bei Amis. Das ist ja auch Heißluft und Grill und Mikro. Das heißt, du könntest, wenn du denn lange noch unterwegs bist, auch einen Kuchen backen oder irgendwas. Und wir machen normalerweise nur so Nudelgerichte, die wir überbacken oder machen halt mal was warm. Die Saeco, das heißt, du kannst umweltgerecht ohne Plastik und Co. Genau. Kaffee machen. Das sind ganz normal mit Kaffeebohnen. Du produzierst keinen Müll, das ist ganz praktisch. So, das heißt aber, umrüsten heißt, auch alle Kabel mussten ausgehen. Nee, bei 110? Bei dem ist es so, dass die Kabel, die amerikanischen Kabel sind drin geblieben, ja, und gehen ja auch zu den amerikanischen Geräten, auch der Kühlschrank und so weiter. Also die bleiben auf 110? Die bleiben auf 110 bei dem Auto. Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manche bauen tatsächlich auch komplett deutsche Geräte ein, weil sie das halt so wollen. Das haben wir hier jetzt bei denen nicht gemacht. Wir haben zusätzlich Kabel gelegt für deutsche Geräte und haben halt auch zusätzlich deutsche Geräte drin. Das heißt also zum Beispiel hier unten ist die Spülmaschine. Spülmaschine drin. Das ist ein deutscher. Bosch. Ja, ein Bosch, genau. In der Größe gibt es kein Miele. Und die funktioniert perfekt. Ja, wenn du die gerade nochmal aufmachst, ich mal gerade dein Geschirr sehen. Du musst das schmutziges Geschirr sehen. Da habe ich ja keinen Stress mehr. Das heißt, ihr habt normales Geschirr drin. Ja. Fängt das nicht an zu klappern, meine Frau? Ich kann dir gleich mal einen Schrank zeigen. Der ist auch auf einfache Art. Wir haben das Geschirr gehabt und mussten also den Schrank irgendwie einteilen, damit es nicht klappert. Ah, und da ist es drin. Dann haben wir also diese Teile hier genommen. Also die ziehen sich dann fest, wenn du zumachst. In dem Fall ist es einfach so, dass die hier aufgeklebt sind. Wirklich super simpel. Ja. Manche Leute würden wahrscheinlich jetzt Spezialhalter anfertigen. Ganz so verrückt bin ich dann doch nicht. Das da ist irgendwas, eine Heizung oder was? Das sind Isoliermanschetten für Heizrohre, genau. Ja. Mhm. Wir gehen jetzt durch bis vorne hin. Und diese Teile kannst du auch verwenden für Tassen und für alles Mögliche. Das heißt, wenn du jetzt weitergehst, wenn die Teller dann irgendwann mal zu Ende sind, kommst du zu Gläsern. Okay, das heißt, das ist ein Meter Geschirr, laufender Meter. Die ganze Länge ist Geschirr. Also das ist so. Wenn du sie so machst, wird halt das Glas drüber gestülpt. Mhm. Ja. Ach so, das ist ja geil, sag mal. Ja, ganz. Das ist eine coole Idee. Total simpel. Hält perfekt, ist noch nie umgefallen. Wir haben also selbst, wenn wir mal irgendwo durch ein Wahnsinnsschlagloch gefahren sind, das ich nicht gesehen habe, fällt nichts um. Du musst ja halt so ein ganz klein bisschen hochheben und rauspopeln. Hm. Aber da gewöhnt man sich dran. Das ist ganz mit was toll. Hast du die festgemacht? Mit so Heißklebepistole. Boah, du Fuchs. Ich habe zunächst die Fernbedienung draußen, da hast du mich ja schon bekommen, als denn die Markise reinging. Und jetzt da die Teile da. Ich glaube, da werden viele sagen. Vorne haben wir nochmal von dir. Mark. Denn ich bin bekannt dafür, dass ich mir nie einen Namen merke. Aber das liegt daran, dass ich so viele Videos drehe am Tag. Und jetzt könnte ich mir das ja auch mal aufschreiben. Ja, stark, dass die Amerikaner bereits im Jahr knapp 2000 dann Flachbildfernseher hatten in der Größe. Also ehrlich gesagt gab es das tatsächlich auch 2000 schon. Allerdings bei dem war noch ein Röhrenfernseher drin. Der war dahinter, gell? Der ist sozusagen dahinter, genau. Also in dem Originalgehäuse. Das siehst ja, wie tief das ist. Da waren, ich will nicht lügen, ich glaube 27er oder sowas. Stereos, Panasonic. Ungeheuer schwer. 4:3. 4:3.
und auch nicht digital und gar nichts. Also das war ein bisschen blöd. Und der da hat halt jetzt den Vorteil, dass er da ziemlich gut hinpasst. Wir haben uns dran gewöhnt. Ich könnte sogar noch eine Nummer größer nehmen. Nur Gäste, die reinkommen, rennen manchmal schon mit dem Kopf dagegen. Mhm. Aber so auf der Seite beim Reingehen. Cool. Da sind überall diese Lüftungen. Ist das für die Heizung? Oder? Welche meinst du denn jetzt? Das da? Die da, ja. Nee, die da oben. Guck mal. Ach, das hier. Das ist für die Klimaanlage bzw. Heatpump. Ich kann mit der Klimaanlage heizen und kühlen und dann kommt da oben jeweils kalt oder warm. Da ist auch nichts aufbaugerätmäßig drauf. Das ist komplett auf dem Dach. Das siehst du nicht, wie in Deutschland. Bei dem ist es ja so, dass der im Dach, das Dach ist bis zu 15 cm stark. Wobei die 10 cm sind Isolierung und der Rest sind Lüftungskanäle. Ich habe also jetzt hier nicht irgendwo, wie beim Deutschen, ein Loch, wo eine Klimaanlage direkt durchbläst, sondern es wird alles über diese Kanäle verteilt. Das hier ist doch wie so ein Haus, wenn du stehst. Das heißt, du musst keine Angst haben, dass da einer mal einbrechen will oder so. Das ist ein Haus. Wir können uns nachher mal noch die Tür angucken. Die Tür hat ja einen Stahlrahmen und die Tür hat, ich glaube, 3 Bolzen. Geht also in den Stahlrahmen. Es ist sehr schwer aufzumachen. Es macht keinen Sinn, durch die Tür zu gehen, denn am besten... Wenn jemand die Tür anfängt aufzubrechen, bin ich wahrscheinlich schon wach. Und der Hund muss ja auch sehen, der Gefährliche. Also unsere Gefährliche Smiley, die wird wahrscheinlich fremde Menschen, die wir nicht vorher eingeladen haben, da okay. Geht die dran. Ah, da geht die dran? Die geht dran, ja. Ein Jachthund. So. Sag mal, da vorne, wo das Lenkrad ist, ist jetzt ein Tisch. Ja. Es ist natürlich auch wieder so eine typische, raffinierte amerikanische Einfachbauweise. Jetzt bin ich mal gespannt. Aha. Nee, du kannst das Ding komplett hochstellen. Ja, hier seitlich ist ein Griff dran. Jetzt muss ich nur mal kämpfen, du wirst mich kaum filmen können jetzt. Du kannst also mit dem Griff hier das Lenkrad so stellen, je nachdem, du kannst es aber auch ausfahren. Das ist also für verschiedene Körpergrößen einstellbar. Die Pedale fahren zum Beispiel sogar elektrisch, also auch für kleine Menschen. Quatsch, doch, ja. Da vorne steht es adjustable. Ja, richtig. Echt? Und wo ist jetzt der Knopf dafür? Ich brauche ihn ja normalerweise nie. Das ist egal. Irgendwo hier ist der Knopf und damit fahre ich also das Pedal, sowohl Bremse als auch Gas, vor und zurück. Mhm. Und der Sitz ist elektrisch natürlich auch, kannst du auch vor und zurück fahren, wie du brauchst. Und da hast du einfach so ein Ding draufgelegt? Oder war das schon dabei? Die hat unser Vorbesitzer gebaut, aber bei unserem alten hatten wir es genauso gemacht, nur mit dem Tablett. Aber auf die Idee muss erstmal kommen, daraus einen Tisch zu machen. Ist aber auch ganz gemütlich. Du kommst aus dem Thema Gartenlandschaftsbau? Nee. Floristik und Dekoration. Floristik und Dekoration. Hier vorne, guck mal hier, die Rückfahrkamera, die ist ja mal die stylische. Das ist die Serienrückfahrkamera, also mit einem richtigen Röhrenmonitor noch. Von Sony. Ganz originales Style und die ist auch richtig gut. Ist halt nur schwarz-weiß, aber sehr viel Kontrast und alles. Eine gute Sache. Und dann schwenkst du nach oben auf die zwei weiteren da. Die zwei sind die restlichen. Mach mal an. Ich will mal sehen. Mal sehen, was man da so... Ah, wie geil. Ah, das heißt, du siehst hier komplett das ganze Auto auf mehreren Kameras. Genau. Das heißt also, wenn du jetzt das Bild, was du gerade anguckst, ist einmal quer vorne. Das heißt so, dass ich ganz eng an irgendwelche Mauern oder so ranfahren kann. Dann die Anhängerkupplung im Prinzip, also beim Ankuppeln vom Anhänger, wenn das sein sollte. Dann das andere Ding ist quasi die Rückfahrkamera. Das ist das gleiche Bild, was unten der Sony auch anzeigt. Und dann eben rechts, links, jeweils mit zwei Kameras, sodass man also... Wenn du irgendwo eng ranfährst, an eine Mauer oder an Bordstein oder so, kannst du sehen, was du tust. Und ein Bäcker-Navi. Guck mal da. Ja. Gibt's das noch? Leider nicht mehr. Bäcker ist ja wohl offensichtlich zum 27. Mal aufgekauft worden und mittlerweile, das hatte mal eine Lifetime-Update-Geschichte und mittlerweile gibt's die nicht mehr. Na gut, wenn die natürlich platt sind, dann kriegst du auch kein Lifetime mehr. Ja, mittlerweile hat es irgendeine Firma gekauft und du kannst den Update jetzt wieder kaufen. Das finde ich aber eine Sauerei, weil ich habe das Ding gekauft ja schließlich mit Lifetime und trotzdem kostet jetzt irgendwie 200 Euro oder so. Da kannst du dich ja mit dem Insolvenzverwalter auseinandersetzen, ja, von Bäcker und sagen, aber ist ja heute in jedem Google-Ding drin, aber ich nehme an, der kennt auch die Höhe, oder? Der ist eingestellt, Länge, Breite, Höhe und so weiter. Das heißt, wenn du also irgendwo planst, unter einer Brücke durchzufahren, die nicht geht, dann sagt er das. Wenn er abgedatet ist. Wenn er abgedatet ist. Oder wenn die Brücke halt so alt ist, dass es noch passt. Gut, hier vorne hast du so kleine Verzierungen, die könnten auch aus dem Römischen Reich sein, so ein bisschen. Also diese Geschichte hier, das ist leider so typisch amerikanisch. Bei den plüschigsten Kisten hast du sogar noch so eine Holzverkleidung mit Spiegel an der Decke. Aber zum Glück ganz so schlimm ist es hier nicht. Ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich gesagt, uns gefällt es ja auch, deswegen haben wir ja Amis. Wenn die Leute reinkommen und sagen, um Gottes Willen, denn das ist so, wenn du halt, also ich habe jetzt ich liebäugle mit einem neuen Volkswagen Grand, dieses K5,
Kastenwagen, Grand California. Grand California. So, okay. Der sieht innen drin, ihr könnt ja mal gucken, er sieht original aus wie in einer Zahnarztpraxis. Ja. Mhm. Ist komplett weiß, alles weiß, weiß, weiß und grau. Ja. Und da habe ich gedacht, ach, wie geil eigentlich. Und dann stehst du da so 10 Minuten drin und denkst dir, naja, da könnten wir eigentlich noch einen Aufkleber oder so. DD-Zifix kennst du ja noch von damals. Genau. Ja, ja, ja. Holz mal draufkleben oder so. Ich glaube, das ist auch eine Frage des Alters, oder so ein bisschen. Wir hatten unser allererster Ami, da hat die Eignerin, die Chefin, in Verzweiflung scheinbar Latexfarbe oder was genommen. Also auf jeden Fall dieses Holz, was du hier siehst, weiß übermalt. Fürchterlich. Es war fürchterlich. Kaputt, geht nie wieder ab. Das ist das Schlimme gewesen. An einigen Stellen hatten sie noch so Dekoaufkleber, so grüne Palmen von Ikea oder so. Die sind abgeblättert und darunter war das Holz zu sehen. Und als ich dann gedacht habe, klasse, kannst du ja scheinbar leicht abwaschen, keine Chance. Das haben wir dann tapezieren müssen. Es hat schrecklich ausgesehen. Das hat es richtig gemacht. Ihr hattet vorher, was für ein Auto hattet ihr? Also vor diesem hatten wir vom im Prinzip gleichen Hersteller geringfügig kleiner mit 2 Slides. Und davor hatten wir noch geringfügig kleiner mit 2 Slides. Und davor hatten wir noch geringfügig kleiner mit 1 Slide. Also das ist unser vierter Ami jetzt hier. So, bleib mal da stehen. Ich schwenke jetzt mal gerade von etwas weiter zurück, dass man mal das Raumgefühl sieht. Also hier bin ich rechts, dann schwenke ich mal da so rüber. Gut, ich habe ja schon Weitwinkel, aber das hier, ich muss schwenken. Und dann geht es da, ist schon krass viel Platz, wenn ich dann hier so rüber gehe. Aber das ist das, was ich auch immer in den Videos sehe, wenn ich so amerikanische Schiffe sehe. Du hast Platz. Ja, sehr angenehm. Wir haben jetzt die beiden Couchen hier. Und da können wir also 4, 5 Leute draufsetzen, wenn es jetzt nicht gerade Corona ist. Das Maximum, was wir hier in dem Auto hatten, waren 12 Leute. 12 Leute. Also zu einem normalen Abend. Ja. Und irgendwas trinken oder so. Ja, das geht aber, oder? Geht ohne weiteres, klar. Mhm. Wir haben doch, wie gesagt, noch ein paar Klappstühle dazu. Die Leute setzen sich dann halt 4 Leute jeweils auf eine Couch plus Klappstühle. Dann hast du das drin. Also er wirkt innen viel größer wie außen. Das ist aber immer so, glaube ich. Und ja, wir gehen mal kurz rein. Der kleine Kühlschrank, mach mal auf. Du hast mal erzählt, du kannst alles benutzen, bis auf einen Schrank, wenn alles zu ist. Der Schrank können wir uns gleich angucken. Das ist auf jeden Fall der kleine Kühlschrank. Zeig mal gerade das Brot, bitte. Hol das mal ein Stück raus. Da ist die Flagge von Amerika drauf. Klassisches Aldi. Ah, ich habe gedacht, hättest du jetzt in Amerika gekauft. Ja, toll. Also Doppelkühlschrank, ich gehe mal einen Schritt zurück. Der ist riesig. Oben ist kühl, ist gefrieren. Gefrier, genau. Was hast du da drin? Amerikanisches Steak? Wir kochen normalerweise vor und bringen das dann mit. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel noch Königsberger Klopse und so. Da werden dann die Kartoffeln halt frisch gekocht und die Soße gemacht und der Rest ist gekauft. Ich gedacht, ihr würdet zu viel Eis essen. Ja. Aber ja, was ist das da, sag mal? Das ist jetzt einfach nur ein fettes Steak oder 2. Okay. Und das ist ein eingelegtes fettes Steak oder 2. Sag mal, langsam, ich bin so Rindersteaks von Steak Friends. Gut. Das ist gut? Das hier ist super, ja. Ist das kühl? Ist das jetzt ein Kompressor oder ist das ein Absorber? Das ist ein Absorber, der funktioniert aber gut. Ich kann dir nachher gleich mal die Anzeige zeigen, weil da lag ja so ein kleines Fernthermometer drin. Das liegt hinten bzw. vorne am Armaturenbrett. Ich sehe es von hier 17 Grad minus. Echt? Mhm. Ja gut, jetzt ist es kalt draußen. Ja, und im Sommer auch? Wenn es richtig heiß ist, also das Heißeste, was wir hatten, dann machen wir wiederum die Klimaanlage an. Dann steht er auch wieder ein. Dann ist er auch wieder kühl. Gut. Aber es kann schon mal passieren, dass er mal auf 13, 14 Uhr runtergeht. Das ist die Heizung? Nein, das ist nur ein Thermostat für einen Ventilator, der nochmal zusätzlich auf dem Dach ist, der da oben so ein Lüftungsgitter hat. Ach so, das der heißt, geht auch. Ich kann dem also sagen, ab einer gewissen Temperatur fang bitte an, Luft reinzublasen oder abzusaugen. Das kannst du ja einstellen. Mhm. Heizungsthermostat ist vorne in einem Schrank oberhalb der Tür nochmal. Das können wir uns nachher nochmal angucken. Da wird die Klimaanlage und die Heizung und so weiter alles zentral gesteuert. Das heißt, je nachdem, was für eine Temperatur ist, schaltet er automatisch von Klima auf Heizung um. Krass. Mhm. So, wenn ich dich jetzt nicht mehr sehen will, ja, mach mal zu. Tür zumachen. Tschö. Tschö. Von der Innenseite hast du natürlich einen schönen Spiegel, weil das, was die Deutschen Raumbad nennen, das ergibt sich dann, wenn du hier die beiden Türen zumachst. Raumbad. Ne? Das ist also Spiegel. Das hier ist ein Haus. Ein Hausbad ist das hier, kein Raumbad. Das ist schon ziemlich. Das heißt, du machst sie zu, kannst also hier dich. Also wenn man unterwegs ist mit Freunden oder sowas, wir haben ja vorne die Couchen, kann man ja auch zu Betten umbauen. Mhm. Und dann will man ja vielleicht ein bisschen mehr Privatsphäre haben und dann machst du halt die Schiebetüren zu. Da vorne ist noch ein Schrank, den haben wir eben nicht gesehen. Hier ist noch ein Schrank. Genau. Dann Schrank, oben, wo du jetzt gerade drauf guckst und ja. Der Schrank von der anderen Seite, die gehen in diese ganz dicke Wand. Das heißt also, der ist ganz schön tief, da kriegst du viel unter. Da ist halt die Wand an der Stelle einfach ziemlich unauffällig, so knapp 30 cm dick.
Das ist ja eigentlich gebaut, dass die Amerikaner darin wohnen. Also es gibt ja viele, die sind unterwegs so ein halbes Jahr, was weiß ich, die haben das Haus komplett verkauft. Richtig. Das passiert öfter, oder? Das höre ich öfter, aber auch meine eigenen Verwandten machen das nicht. Ich habe also jetzt 3 Verwandte, die solche Autos in Amerika haben, und die haben alle ihre Häuser behalten. Ist das so wie in Deutschland, dass du Freundschaften hast, klicken, dich auch mal triffst aus so Plätzen? Klar. Ich habe es eben ja schon mal kurz angedeutet, wir sind in so einem Forum für amerikanische Wohnmobile, US Motorhomes. Hier im Moment ist gerade ein sogenanntes kleines Treffen, da sind 15 oder 20 von uns da. Und das größte Treffen, was wir hatten, waren über 60 von der Sorte hier. Und das haben die Amis genauso. Ein Amis hat zum Beispiel den sogenannten Good Sam Club, also kommt vom guten Samariter. Das ist mittlerweile so ADAC-mäßig, die haben 100.000 Mitglieder. Die machen auch teilweise Treffen von 3.000, 4.000, 5.000 Autos. So, ich zeig mal die Dusche, denn es gibt nichts Schöneres als endlos zu duschen. Bei einem Tankinhalt von 40 Litern kannst du dann auch, und das ist ja heißes Wasser, kannst du ja mischen. 40 Liter sind nur der Boiler, genau. Das heißt, das ist 70 Grad heißes Wasser bei 40 Liter. Und das wird ja mit kaltem Wasser gemischt. Das heißt, wenn der Boiler eingeschaltet ist, heizt der ja logischerweise auch nach. Das heißt, ich habe im Prinzip ungefähr 400 Liter, bis ich dann hier kein Wasser mehr habe. 400 Liter, das heißt, du kannst eigentlich duschen, solange wie du willst. Man nimmt sich aber dann noch ein bisschen zusammen, oder? Normalerweise schon, ich muss das Wasser ja auch wieder auffüllen. Das ist... Es gibt ja einige Luxus-Campingplätze auch in Deutschland, wo du einen festen Wasseranschluss hast, was wir uns außen angeguckt haben, wo ich ja den Abwasseranschluss und den Zuwasseranschluss anschließe. Und da brauche ich gar nicht nachzudenken. Dann läuft es einfach durch, wie zu Hause. Aber wenn ich hier unterwegs bin, habe ich halt meinen Tank und muss ihn ja auch füllen. Stell ich mal neben mich. Die Leute, die wollen immer sehen, wie ich aussehe. Komm, ich mache dir mal den Gefallen. Da bin ich im Spiegel, denn der Spiegel ist ja unglaublich groß. Ist natürlich klar, wenn du hier Spielchen treibst auf dem Bett mit dem Spiegel, man kann den abdecken. Das machen wir in der Form nicht, da gucken wir nicht hin. Gut. Aber, wir haben ja keinen über dem Bett zum Beispiel, wenn du nach oben schaust. Also ganz von oben. Okay, verstanden. Ganz ist es dann doch nicht. Aber ist natürlich schön im Spiegel, das Raumgefühl, das wird unglaublich erweitert. Na, du kannst ja, wenn du hier durchguckst natürlich, hast du viel mehr. Aber vor allen Dingen geht es ja darum, wenn du dich anschaust, weil du nicht weißt, wie du jetzt gerade wieder wirkst. Du kannst dich komplett angucken. Das Ding ist halt hinter dem Spiegelschrank. Schrank. Ah. Oh, ein begehbarer Kleiderschrank quasi. Sozusagen. Aber das ist schon fett, oder? Ja, hast du Platz genug. Der geht ja auf beide Seiten. Ah, das auch noch. Hier nochmal zusätzlich. Auf andere Seite. Die Breite, die du hier siehst, sind ja 2,50 Meter, das ganze Auto. Ich zeig's mal gerade von hinten. Also der ist 2,50 Meter breit. Das Heck des Autos ist ja im Prinzip genauso breit wie außen. Also du hast nur die dicken Außenwände. Also sagen wir mal, es seien 2,40 Meter, da kommst du, glaube ich, ganz gut hin. Und du hast ja genügend andere Stauflächen, wenn du die neuen Schubladen zum Beispiel hier anguckst. Also die typischen T-Shirts und Unterhosen und Socken sind halt hier drin. Und da hängen halt die Hemden und die Jacken und so weiter. Cool. Ah, hier ist noch ein Waschbecken. Oder ist das einzige? Nee, da gibt es zwei. Wir haben ja im Toilettenraum vorne eins und hier eins. Und natürlich vorne nochmal die Dusche. Das ist so eine Geschichte, das nennen die Amerikaner his and hers. Das heißt, schätzungsweise bedeutet das wohl, die Dame des Hauses ist dann hier hinten. Ach so. Das hier benutzen wir überhaupt nicht. Da haben wir nur so ein bisschen Sachen reingelagert. Das hier könnte aber auch so zum Schminken sein. Das heißt, hier kann ich mich auch hinsetzen, hier auf die Bettkante. Wenn der Slide jetzt eingefahren ist, dann muss man aufs Bett steigen oder wie ist das? Wenn der Slide eingefahren ist, dann geht das Bett tatsächlich genau bis an die Kante. Beziehungsweise hat noch geringfügig Platz. Das heißt, wenn du dich jetzt hier ganz eng durchquetschen wolltest, das würde geht. Gehen. Richtig. Aber immer der Holzrahmen, das sieht man ja, wenn man also hier in die Tiefe reinschaut, praktisch von dem Holzrahmen bis zu der Wand, das ist die Länge, die reinfährt. Mhm. Und wenn er eingefahren ist, ist der Holzrahmen hier und das Ende vom Bett eben da drüben an den Schubladen. Boah, ich brauche ein neues Weitwinkel. Warte mal. Ich habe ja gesagt, du bist total unverschämt. Du zeigst mir so ein Ding und dann steige ich in meine Kiste und denke mir, mein Gott, wo andere ja sagen, was für ein großes Teil. Und dann denke ich mir, jetzt hast du so viel Geld ausgegeben und bis innen aber wie eine Ölsardine, so ein bisschen. Das Schlimme ist halt bei der ganzen Geschichte, da die Amerikaner ja riesige Massenproduktion wirklich immer noch haben, auch heutzutage noch, kostet ja sowas hier ungefähr genauso viel wie ein deutscher 9 Meter. Also ist schon ein bisschen unverschämt, ich gebe es zu. Ja, aber man muss auch sagen, es
werden wirklich viel, viel mehr gemacht. Das heißt, das Camping dort ist ja schon viel länger Usus wie hier, oder? Kannst du gar nicht vergleichen. Als der hier gebaut wurde, gab es von dem Modell, ich glaube, 10 verschiedene Grundtypen. Mhm. Und es sind in dem Jahr 5.000 Stück gebaut worden. 5.000? 5.000. Von einem 12-Meter-Fahrzeug mit 3 Slides. Oder mit 2 Slides, je nach Ausführung, auch 4. Ich glaube, so Dingsport, ist Morello baut, glaube ich, zwischen 400 und 500 im Jahr. Von allen Fahrzeugen, vom kleinsten bis zum großen. Achso, nur der wurde? Genau, nur der. Okay, das heißt, diese Modellreihe. Es gibt wahrscheinlich einen eigenen Club, wo nur diese Modellreihe drin ist. Die machen ja auch mehr Sachen noch. Vorne an der Windschutzscheibe haben wir den Aufkleber Protected Through Holiday Rambler. Das heißt, die haben tatsächlich sogar quasi einen eigenen Service, wenn die Kiste geklaut wird. Dann suchen die selbst. Besser gesagt, früher mal. Mittlerweile machen sie es auch nicht mehr. Ich habe nur noch den Aufkleber. Aber ja, die haben auch einen super Service und alles. Das ist schon toll. Es ist ein Haus auf Rädern. Das ist auch der Grund, warum du so entspannt bist, wenn irgendwann was kaputt geht. Es geht so schnell nichts kaputt. Also erstens haben wir tatsächlich praktisch noch nie was gehabt an unserem Auto hier. Aber wenn, es sind ein paar Sachen, die sind nun mal, wir sind in Deutschland nicht so leicht zu kriegen. Das heißt, du musst dann zu Cummins gehen. Und wenn Beispiel du Pech hast, was? Mir fällt jetzt bei dem Auto gar nichts ein, weil noch gar nichts kaputt gegangen ist. Aber ich weiß es von Freunden, da wird schon mal teilweise auf den Bremsbelag eben 6 Wochen gewartet. Das ist dann man kann ihn sicher auch auf Lager legen, wenn man das weiß. Könnte man, klar. Aber bei dem Auto ist zum Beispiel so, der hat extrem dicke Bremsbeläge. Dazu hat er eine Motorbremse und. Das heißt, ich fahre relativ selten auf der Bremse. Ich benutze eigentlich nur die Motorbremse. Und wir haben bei dem Auto immer noch die ersten Bremsbeläge drin nach 70.000 Meilen. Also nach, sagen wir mal, was weiß ich, 130.000 Kilometer, immer noch die ersten Bremsbeläge. Und die sind immer noch fast so dick wie ein neuer Bremsbelag. Warum soll ich mir einen auf Lager legen, damit ich in 10 Jahren einen einbauen kann? Ja, du hast recht. Hast ja recht. Oh. Smiley, Vorsicht, Schatz. Bin fast draufgetreten, aber ist nichts passiert. Nö. 110 Volt Stecker sind drin, das heißt, da kannst du dein Notebook, Apple und so, kannst du auch mit aufladen. Genau. Es gibt ja viele Geräte mittlerweile, zum Beispiel auch sogar unsere Fernseher, die von 100 bis 240 alles können. Die Fernseher auch, gell? Die Fernseher können es auch. Und Ladegerät vom Dyson und so weiter und so fort, das geht alles auch mit 100. Und das heißt, ich kann das aufladen auch zum Beispiel mit dem Generator. Cool. Ja, komm, wir gehen mal raus, machen eine Abmoderation, bevor ich hier noch einen Anfall krieg, ja, wie groß die Kiste ist. Du kannst ja vielleicht noch einen Schmankerl zeigen. Ja, ach so, ja, genau. Ja? Ich habe ja eine Waschmaschine, Ich kenne ja da Leute, die haben ihre Waschmaschinen im Stauraum. Die müssen dann bei schlechtem Wetter immer aussteigen und das findet man natürlich nicht ganz so cool. Also so finde ich das praktischer. Hast du die auch schon verwendet? Die haben wir tatsächlich noch nicht verwendet, du wirst lachen. Wir haben nämlich so viel Platz hier, ich habe T-Shirts für 2 Wochen dabei und unser Vorbesitzer, der den aus Amerika geholt hat, der hat damit ja überwintert in Spanien. Der war dann also mehrere Monate unterwegs und der hat die regelmäßig verwendet natürlich. Aber ich muss gestehen, ich sehe den Sinn nicht. Ich verwende ihn nur für einen einzigen Zweck. Da ist nämlich die dreckige Wäsche drin, bis wir zu Hause sind. Deswegen hast du es nicht rausgeschmissen. Ich verstehe. Morgen sind wir zu Hause und dann wasche ich ganz normal im Haus und dann ist das was anderes. Also ich habe nur eine Waschmaschine eingebaut, weil ich ganz minimal bin. Ich ziehe, also die Leute werden immer sehen, ich habe immer dasselbe T-Shirt an. Von denen habe ich 20 Stück. Und ich habe immer die gleichen Hosen an, das wirst du sehen. Und ich habe, glaube ich, die paar Schuhe sind auch immer dieselben. Unterhosen kaufe ich auch immer 50 Stück, bis sie kaputt sind. Brauchst du eigentlich auch gar keine Waschmaschine. Dann hast du halt 50 Stück, ja, aber wenn und ich hast mal, einen großen Sack im Auto. Ich habe ja noch einen Sohn und wenn du dann mal 6 Wochen unterwegs bist, dann habe ich schon ein paar Mal gewaschen, gerade Handtücher. Also wir haben es tatsächlich in der ganzen Zeit, in der wir Wohnmobile fahren, habe ich ein einziges Mal den Bedarf gehabt, dass ich gesagt habe, hier habe ich ein ganz bestimmtes Stück, das ist jetzt schmutzig und das ist eine Sauerei, das muss sauber werden. Da hatten wir noch keine Waschmaschine im Auto, da sind wir halt mal ausnahmsweise im Waschsalon. Aber wenn ich die Zeit hätte und wenn ich nicht ein bisschen manchmal arbeiten müsste, dann würde ich wahrscheinlich die Waschmaschine auch benutzen. Den Geschirrspüler benutzen wir jeden zweiten Tag. Cool, du hast da vorne noch, guck mal hier, das ist so retro. Wahrscheinlich hast du reingelegt, um dich daran zu erinnern, dass du noch... Das hat eine Schwägerin uns gegeben, das hat sie irgendwo ausgegraben und das muss ich jetzt auf DVD umbauen. Okay. Weil das eine ist, könntest du mir vielleicht helfen, ne? Weil diese irgendwas 8-Kassette da, die... Habe ich nicht. So Geräte habe ich gar nicht. Ich habe überhaupt kein Dings da unten drunter, VHS, was ist denn das VHS? Da ist eine Show drauf gewesen, wo wir mal mitgearbeitet haben und die wollen wir uns mal wieder angucken, ist vor 25 Jahren ungefähr gedreht worden. Ja, ich habe meinem Sohn mal eine CC in die Hand gedrückt, eine Kompaktkassette und habe ihn mal gefragt, wie die reingeht und er hat es hinbekommen. Super, da ist doch was. So. Da siehst du, dass der Vater wahrscheinlich dem Sohn technisch was beibringt. Ja, er hat ein bisschen gebraucht, aber dann ging's. So, mach mal zu hier, dass ich durchkomme. Jawohl. Bitte.
So, die Leute sagen immer, ich bin so rüpelhaft zu den Leuten, aber ihr seid ganz normale Leute. Ihr seid jetzt keine Snobs hier im Wohnmobil. Ich habe das Gefühl, du bist so wie du und ich. Ja, ich hoffe doch. Ja, du bist so. Ja, danke schön. Gerne. Ja. Cool. Also ich zeig dir mal das Raumgefühl. Das ist ganz schlimm. Also hier rechts ist die Küche, die ja nicht so klein ist. Ich würde ja mal fast sagen, fahr rein, aber das machen wir jetzt nicht, weil... Dass jetzt hier gewisse Leute liegen, ist es ein bisschen schwieriger, aber wir können ja mal den reinfahren. Genau, fahr mal rein. Dass man einfach mal sieht, wie eng es dann wird, weil es ist unglaublich, was das bisschen Slide aus, das ist unvorstellbar. Wenn man das so draußen sieht und dann denken die Leute immer so, oh, ist ja nur ein Meter. Er fährt rein. Krass. Wir klemmen ein paar Sachen, die wir lose hingeworfen haben. Ja. Kurz aufräumen. Geht aber so mit den... Setup. Ah, der fährt jetzt hier hoch. Damit der Teppich auch drüber fährt. Die Markise müssen wir nachher gleich gucken. Ich weiß nicht weiter ein, weil die kleine Markise hätte eigentlich eingefahren werden müssen, bevor wir den Slide reinmachen. So, wir fahren nochmal raus. Ist der jemals ausgefallen, der Slideout? Nein. Noch nie. Geht jetzt nach unten, damit da keine Kante entsteht. Oder nur diese sehr kleine Kante. Das heißt, der hat sich jetzt beim Reinfahren ein Stückchen hochgehoben, so knapp 5 cm hier auf der Länge und ist jetzt wieder abgesenkt. Was ich cool finde, ist, wenn du hier sitzt, du kannst rausgucken an der Seite. Das geht bei den normalen ja gar nicht, da kannst du nur nach vorne gucken. Ja gut, man hat hier große Fenster. Auch da wieder, es gibt verschiedene Varianten. Den gab es zum Beispiel auch in einer Variante, nicht wie hier mit dieser Bar, wo der Tisch dran ist, sondern mit einem freistehenden Tisch mit bodentiefen Fenstern. Also die Amis sind da schon ein bisschen verrückt, es gibt ziemlich alles. Cool. So, ich werde dich jetzt verlassen, leider. Aber wir hatten das ein bisschen vorbereitet. Du hast mich angeschrieben, hast nicht mehr Lust zu uns zu kommen. Wir sind hier die Ami-Treffen und so weiter. Das Wetter hat euch ein bisschen eingespielt, aber jetzt geht's, oder? Ja, vor allen Dingen, wenn du so ein großes Auto hast, wenn du zu Hause wärst, würdest du wahrscheinlich auch irgendwie am Computer arbeiten oder schlafen oder Fernsehen gucken. Das machen wir hier genauso. Aber das Coole ist, du bist aber weg. Das ist was anderes wie zu Hause. Es ist mal Abwechslung. Ja? Genau, und wenn ich mit dem unterwegs bin, ich schlafe hier im Auto auch besser als zu Hause, weil irgendwie ist es halt doch was anderes. Ne? Ja, du bist irgendwie im Urlaub. Obwohl du nur eine Woche oder nur irgendwie 2-3 Tage weg bist, du empfindest das ganz anders, oder? Richtig. So, und das ist diese Rahmentür aus Stahl. Die ist cool. Das eine ist mal der Fliegengitterteil hier. Oh, Augenblick. Wie Ups, cool. Sorry. Nee, kein Problem. Extra auch, das finde ich ganz raffiniert. Bei unserem allerersten war das nicht mit diesem Gitter hier. Und dann hat unser Hund, weil er unbedingt raus wollte, mal gesagt, hier, lass mich doch mal raus. Und halt so, schöne Laufmasche. Und das Teil sorgt dafür, dass das nicht passiert. Da kommt der normale Hund nicht durch. Wenn die Tür also zu ist, wenn ich nochmal machen darf. Ja. Fliegengitter. Dann ist die auch solide, weil das ist ja auch eine Stahlkonstruktion hier. Ja. Und die Tür selber hat ja eine Stahlkonstruktion und du kannst dann hier gucken, die verschiedenen Zuhaltungen. Das heißt, das sind die Zuhaltungen für das auch fernbedienbare Schloss und das Loch hier ist der zusätzliche mit der Hand betätigte Bolzen. Also da reinkommen ist, glaube ich, ganz schön schwierig. Du kommst hier nicht rein. So, und da haben wir... So, dann gehe ich mal rein. Ich ziehe mal gerade die Schuhe an, denn wir müssen Abmoderation machen. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Nö, es geht. Oh, es geht. Ich zeig mal gerade hier den Platz. Hier sind lauter amerikanische Wohnmobile, während ich meine Schuhe anziehe. Und das Besondere ist natürlich die Stufe, wo also deutsche Wohnmobile... Sekunde. So, jetzt habe ich die Schuhe an. Hallo. Wo deutsche Wohnmobile eine faltbare Treppe haben. Das hier, das erinnert mich so irgendwie an so einen Reisebus von der Treppe her. Das heißt, du brauchst nur eine Ministufe. Da kann auch nichts groß kaputt gehen. Die eine Ministufe fährt nur so rein, kannst du jetzt natürlich nicht sehen wegen der ganzen Foliengeschichte da unten. Und in der obersten ist noch eine Kleinigkeit eingebaut. Vorsicht, ich muss noch mal durch. Sag mal. Die geht aber mit Luftdruck und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob jetzt noch genug Luftdruck drauf ist. Und natürlich ist nicht mehr genug Luftdruck drauf. Was passiert dieses, da? Dieses Teil hier fährt aus, das heißt, du hast einen Innenboden. Ja. Denn wenn du jetzt sitzt als Beifahrer, wirst du die Füße irgendwo hinstellen. Ja, ja. Aber wenn das Ach, der Auto fährt aus und macht zu, und dass du nicht rausfällst. Ganz genau. Dieser Teppichbereich hier kommt dann hier raus und fährt hier hin. Dazu müssten wir jetzt aber erstmal einen Motor laufen lassen, Luftfederung aufpumpen, Bremsen aufpumpen. Und Verstanden. Wenn er Luft hat, kommt das raus. Das habe ich schon mal gesehen, dass man nicht reinfällt irgendwie.
Und das Ganze ist dann komplett zu. Richtig. Das ist ganz angenehm. Wie gesagt, wenn du hier sitzt als Beifahrer, dann hängen die Füße nicht in der Luft. Du kannst die Füße ganz normal hinstellen. Und der Hund legt sich meistens hier vorne entspannt hin. Das ist auch sehr angenehm. Der Imperial bei Holiday Rambler. Und du bist auch Mitglied im Crown Club, sehe ich gerade. Das war der Vorbesitzer. War der Vorbesitzer. Und Marc und Georg fahren ihn. Komm, wir gehen mal kurz für die Abmoderation raus, denn ich brauche mal wieder Abstand zum Auto, dass ich den überhaupt aufs Objektiv kriege. 12 Meter und ich nehme das mit dem Haufen zurück. Also der ist gar kein Haufen, sondern es ist ein wunderschönes Fahrzeug, 12 Meter lang, was irren Spaß macht wahrscheinlich, oder? Ja, absolut. Du hast Wohnkomfort, du musst dich nicht einschränken und du musst vor allen Dingen auch nicht nachdenken. Ich kaufe ganz normal ein im normalen Großmarkt, tu das Zeug im normalen Kühlschrank und fahr los und muss nicht alle 5 Minuten nachdenken. Ich habe 12 Liter Milch drin und alles, was ich will. So, Zuladung, du bist jemals rausgezogen worden zum Wiegen? Nein. Das wissen die wahrscheinlich auch. Ich habe ihn gewogen, vollgetankt mit kompletter Ausstattung, urlaubsklar, fertig, mit Zaun, mit allem drum und dran. 15,6 Tonnen, Entschuldigung, und 17 Tonnen hat er Gesamtgewicht. Das heißt, vollkommen vollgeladen hat er, glaube ich, noch so ca. 1500 Kilo ungefähr Luft. Cool. Komm, wir gehen noch einmal drumherum. So viel Zeit muss noch sein, jetzt wo wir 1 Stunde 10 Minuten gefilmt haben. Wir haben eben gesagt, 1 Stunde dauert, hast du gesagt, wunderbar. Denn man braucht schon ein bisschen Zeit, um alles mal ein bisschen zu zeigen. Ja. Denn was so dahinter steckt, ist ja nicht nur, dass du jetzt der große Fan bist von Amerika, sondern solche Fahrzeuge gibt es ja in der Form in Deutschland gar nicht, mit so 3 Slideouts, beziehungsweise die kosten ein Vermögen, 600.000, 700.000 Euro, habe ich gesehen. Ja, also ich habe eine, wenn ich jetzt Fan sein darf, von dir ja eine tolle Reportage gesehen aus Düsseldorf, von der Firma, die wir jetzt mal nicht nennen. Doch, doch. Da kostet die, wir erinnern uns an ein wunderbares Vario-Mobil. Ja. Das hat zum Beispiel auch so einen Tisch ohne Fuß, ja, wo du ja vollkommen begeistert warst. Exakt der da, nur dieses Vario-Mobil ist halt Baujahr 2020 und kostet 1,4 Millionen. Das teuerste Wohnmobil Europas habe ich, glaube ich, genannt. Was du gefilmt hast. Ist richtig, mittlerweile sogar in einer arabischen Webseite gezeigt worden, mein Video. Weil die ziemlich happy sind und die Araber kaufen sich ja sowas. Man kriegt hier sowas deutlich günstiger, aber wir sagen mal nicht den Preis. Man kann ja mal reingucken. Aber ihr habt ihn jetzt quasi über einen Freund selbst importiert. Service, hast du gesagt, es gibt so ein paar Stellen, die haben sich gut drauf spezialisiert, da kann man vertrauen? Ja, absolut. Wir haben in Deutschland 4 oder 5 Ansprechpartner und unser Ansprechpartner, dem vertrauen wir seit vielen Jahren mittlerweile, der ist bei uns in der Nähe und insofern gibt es keine Probleme. Ja, vielen Dank. Bitte schön, gerne. Ich danke dir herzlich. Und der Club heißt wie? US Motorhome Europe. US Motorhome Europe. Ihr, genau, habt auch eine Facebook-Seite? Wir haben keine Facebook-Seite, zumindest kenne ich sie nicht, weil ich bin kein Facebook-Fan. Aber wenn wir Spaß haben, können wir die Jungs ja mal fragen. Irgendeiner wird es wissen. Aber wenn du bei Google das eingibst, kommst du automatisch zu uns. Da steht er. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn du mal kurz da stehen bleibst. Du kannst, wenn du möchtest, ja unser Logo nochmal vom Club, warte, zeigen. Warte, ich zeig's mal gerade. Logo wo? Das da, das blaue? Das da. Motorhome-Europe.de, US-Reisemobile-Forum. Dankeschön.